Ja. Das meiste, das wird euch jetzt wundern, das wird jetzt ein Schock sein für alle. Aber am meisten habe ich Katzen gemalt. So eine rosane DIN A3-Mappe. Ich weiß nicht, welche Farbe die Mappe hat von meinen Bildern. Aber ja, es ist auch so eine große DIN A3-Mappe. Echt? Katzen? Ja, tatsächlich. Ich hätte es auch fast nicht geglaubt. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Schon krass. Irgendwie viele Rehe gemalt. Das ist aber auch süß. Das ist auch süß. Warum Katzen? Weiß nicht. Weiß nicht. Und die sahen legit immer gleich aus. Sie waren halt nur nie irgendwie, waren immer eine andere Farbe. Mal grün, gelb, lila. Gib alles, Kind, gib alles. Ja, da gehört's hin. Mina ruft an. Britta Isabel ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Entschuldigen. Das ist ja ekelhaft. Wirf das weg. Ach, Britta. Aber da kommt wieder die Haushaltshilfe, die wieder kolossal nichts machen wird. So gar nichts. Doch, sie wird was machen. Was wird sie machen? Was wird sie tun? Nichts. Sie hat 50 Euro bekommen, weil sie diesmal nicht nur geklopft hat, sondern auch reingekommen ist. Oh, da kommt unser Sohn. Hallo. Na? Alles fit? Ja, kommen Sie durch. Er liebt seine Mama halt einfach voll, ne? Anreisepauschal. Hat sie Angst vor Leitern? Ich habe meist Pferde gemeint. Hallo Sam, wie geht's dir? Ich habe dich schon begrüßt, ne? Du sagst, im Arbeitslurk bist du, kannst aber mithören. Ach, guck mal, Fedu und er, voll die besten Freunde. Pferde habe ich auch viele gemalt. Pferde habe ich auch viel gemalt. Hallo Anna, wie geht's dir? Waren die Katzen auch mal Hunde und Pferde? Ja, teilweise. Nein, man konnte eigentlich immer gut erkennen, was ich da gemalt habe. Okay, mein Sohn unterhält sich lieber mit dem Butler als mit mir, dann gehe ich halt. Ich fütter mal die Hühnchen nochmal. Haben wir jetzt diesmal auch ein Brutei? Nein, aber wir haben Wehen. Da müssen wir jetzt mit den Wehen nochmal eben hier oben die Leiter nach oben klettern. So, deine Mutti kriegt mal eben nochmal Geschwister für dich, ja? Oh, jetzt geht's wieder los mit Säuglingen. Diddelmäuse. Ach, Diddelmäuse waren toll. Diddelmäuse waren super. Das mit Recht. Ich hätte auch Angst vor Leitern. Ich würde da auch nicht hochgehen. Ein Junge. Wir brauchen einen jungen Namen. Thoralf. Noch ein Junge. Jochen Günther. Und ein Mädchen. Odin Lynn. Sehr uneigennützig, Lynn. Es tut mir leid, Porsi. Können wir Lynn noch in Odin verwandeln? Irgendwie Lindin. Lynodin. Odina. Lynodin? Na? Lynodina? Das ist kreativ. Ne, wir nehmen Lynodina auch. Das ist schön. Enya und Tim haben Drillinge.
Wo ist denn der dritte? Ach, da. Weißt du, Leon, findest du nicht, dass das gerade ein sehr komischer Augenblick ist, neben deiner Mutter zu stehen und ihr irgendeinen Witz zu erzählen? Ich glaube, wir haben gerade ein ganz anderes Problem hier. Platzmangel. Oh mein Gott. Extra, da war vorher Refresh. Oh nein, es heult, es heult, es heult, es heult, es heult, es heult. Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Da. Wir haben neue Fußabdrücke, die Hände sind. Wartet, Moment. Die Wand ist schon voll, das machen wir hier jetzt weiter. Da und da und hier auch noch. Schön. Der nächste Daddy. Wir lassen nichts anbrennen. Bevor sie jetzt alt wird, weil es ist knapp. Noch 2 Tage. Okay, noch 2. Ach, das ist Lynodina. Ach, guck. Das ist ja toll. So, warte. Erstmal tragen wir jetzt hier die Namen ein. Wir haben einmal Lynodina. Dann hatten wir Thoralf. Und Jochen Günther. Gott, das passt nicht. Nein, es rutscht in die nächste Zeile. Okay, warte. Nein. Ah, nein. Nein. Ich hab's zerstört. Jetzt geht's. Ich möchte gerne hier... Muss ich das jetzt mit den Leertasten? Wieso kann ich denn das jetzt nicht? Mann. Der Jochen Günther steht jetzt einsam und verlassen. Einfach so da. Ja, so ist es jetzt. Da müssen wir jetzt mit leben. Mirko Gray ist der nächste Daddy. Wir könnten... Nee. Hallo? Ich kann halt auch nichts verändern, ne? Ich kann nichts ändern. Jetzt kann ich. Ah, jetzt steht Jochen Günther nicht mehr einfach so in der Gegend rum. Das ist schon besser. Okay, der nächste Daddy ist Mirko Gray. Ich bin sehr gespannt. 30 Belger, stimmt. Ja, wir haben jetzt 30. Das sieht gut aus. Es kommen alle. Ja, es kommen alle Daddys dran. Und ich, jetzt geht's mit dem Euros. Ja, jetzt geht's los. Ich wollte ja auch noch den Leroy mit da reinquetschen. Wortwörtlich. Also, der darf auch noch. Wie viel sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind auf jeden Fall schon über der normalen Haushaltsgröße drüber. Sollen wir die schon älter werden lassen jetzt? Ja, ne? Next one. Mama, danke schön für 10 verschenkte Subs. Ja, dann müssen wir nochmal ein Chaosrad machen. Hier spielt dasselbe Chaos nochmal. Dann lass es doch stehen. Ist doch wurscht. Und Let's Sims, viel Spaß mit den Emotes. Danke, dass du dich bedanken kommst. Es freut mich sehr. Nee, also wenn du jetzt so eiskalt 10 Stück auf einmal machst, dann muss ich nochmal ein Chaosrad drehen. Das muss. Kann ich nicht einfach so stehen lassen. Eine Woche lang das Grundstück auf Spukhaus stellen. Oh Gott. Nein. Oh, Scheiße. Oh, warum habe ich das getan? Also, wo ging denn das? Hier. Mm.
Grundstücksfunktionen. Gespenstige Unterstützung. Lerne den Geist Gaidri kennen. Er ist ziemlich charmant. Geister. Nacht schweben Geister über das Grundstück. Sie sind freundlich oder feindselig. Geisterschatz. Geister tragen alle möglichen seltsamen Wertsachen bei sich. Paranormale Aktivität. Hier spielen sich seltsame Dinge ab, vor allem nachts. Deine Sims werden es bemerken. Nun. Eine Sims-Woche, Tyrese. Ja, Marie, definitiv. Definitiv. Verfluchte Objekte. Von Zeit zu Zeit tauchen seltsame Artefakte im Haus auf. Halte die Augen offen. Es spukt. Versuche, ein gutes Verhältnis zu den Seelen dieses Hauses aufzubauen. Sei mutig. Jede erfolgreiche Nacht beschert allen Sims Belohnungsstore-Punkte. Ehrgeizige Ermittler sind herzlich willkommen. Ermittle paranormale Phänomene mit der Hilfe von Gaidri. Und, lauter Fragezeichen, sie ist hinter dir her. Gott. Wir speichern. Hallo Jonah, wie geht's dir? Mir geht's gut, dankeschön. Es gibt verstörte Blagen. Ja, definitiv. Definitiv. Oh, guck mal hier. Jochen Günther. Black ist gar nicht so black, er ist blond. Du auch noch, ne? Machst du den auch noch? Bitte sei sonnig, ja. Okay, und jetzt du bist ruhig, ne? Hab ich gehört. Oh. Danke. So, Enya mag Geschichten, auf jeden Fall. Gut, wir machen Folgendes. Du wirst jetzt erstmal gebadet, Jochen Günther, im Schaumbad. Und pass auf, Thoralf wird bitte... warte. In einem Schaumbad gebadet werden von Fetu. Und du... Leon anlächeln. Leon betrachten. Mach was Sinnvolles, Kind. Sehr schön. Du kannst mal gefüttert werden von Leon. Der ist ja gerade da, ne? Day Blond, ja! Sie hat es einfach gecallt. Sims hier, die Benololo. Gibt es da nicht noch so ein Grundstück, manchmal verfluchten Krabbeltiere? Ja, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Das ist Spukhaus ist jetzt drin. Dieser Rehteppich, der ist echt putzig, oder? Der ist richtig süß. Das ist CC tatsächlich. Findet das in Mods und CC-Vorschläge. Wie sieht's denn mit Hunger bei dir aus, du kleiner Drops? Okay, da ist nichts. Jochen Günther hier absetzen. Du wirst danach bitte von Fetu hier hingetragen. Und du in einem Schaumbad gebadet werden von Leon. Guck mal, ist das super. Jetzt ist unser Sohn hier und der hilft uns ein bisschen, ob er will und nicht. So, und wir können hier mit ihm noch ein bisschen Bauchzeit verbringen. Ach ja, das war bei Aktivitäten. Mach mal. Ihr müsst nämlich lernen. Ganz viele Meilensteine braucht ihr nämlich. Warum auch immer setzt du dir das... Ja, genau, du willst weiter gehalten werden, glaube ich dir sofort. Ach, du kannst ja gar nicht da rein. Ja, okay, dann muss das unser Butler machen. Dann muss das der Butler erledigen. Das ist okay. So, du kannst dann jetzt das Spielzeug ein bisschen ansehen und dann in die Haia gehen. Du guckst dir danach auch das Spielzeug an und gehst in die Haia. Oh oh. Nee, Felim, wir haben jetzt gerade gar keine Zeit. I'm so sorry. Und du wirst danach von Fetu bitte dahin getragen. Wie sieht's denn aus mit euren Noten? 2, 2, 2, 2, 3. Huibu. Huibu. Oh, mit der rostigen Rasselkette. Gut, er geht durchschnittlich. Okay, wir haben jetzt aber Wochenende und die Kinder können uns helfen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich, wirklich gut. In einer Fähigkeit Level 3 erreichen. Dann habe ich folgenden Plan. Du gehst Blickblock spielen.
Du hast schon Level 3 in der Fähigkeit. Du brauchst noch ein Level 3. Und du kannst nur Hausaufgaben machen, genauso wie du. Weil ihr habt nämlich schon Level 2 und 4. Sehr schön. Du machst direkt Hausaufgaben. Ist mir scheißegal, ob ihr angespannt seid. Ihr könnt ja noch nachher ein bisschen was machen. So. Oder ist das Gröbste schon mal erledigt? So, alle Kinder sind gebadet. Boah. So geht's. Mama, Dankeschön für 250 Bits. Dankeschön. Du sollst doch nur schlafen, das macht man mit weniger Lautstärke. So, und jetzt gehst du hier nochmal hin und machst da Bauchzeit, bitte. Damit alle so ein bisschen was lernen. Ja. Du gehst in die Haia, ne? Genau. Du kannst auch noch ein bisschen in die Windel pupsen. Du kannst auch noch ein bisschen in die Windel pupsen. Und du kannst gleich auch noch in die Windel pupsen. Super. Mutti macht das schon. Wir können hier mal die dritte Dingens wieder verkaufen und speichern. Was, wenn du die 50 erreicht hast, darfst dann die Mutti alt und schrumpelig werden? Weiß gar nicht. Also ich glaube, wir spielen danach nicht mehr weiter mit der Familie, außer ihr wollt das noch irgendwie. Ich meine, mir macht das ja auch sehr viel Spaß. So ist ja nicht. Wenn euch das nicht zu langweilig ist, dass wir die ganze Zeit immer quasi dasselbe machen. Kinder kriegen großziehen, Kinder kriegen großziehen, Kinder kriegen großziehen und so. Alles klar, Marie. Danke, dass du hier warst. Könnte man noch zusätzlich aktivieren für noch mehr Spaß? Im Leben nicht. Aber du bist herzlich eingeladen, dir einen Spielstand zu erstellen, der proppevoll ist mit Kindern und dir das alles einzuschalten. Das kannst du unheimlich gern machen, Havi. Da sehe ich dich. Und hallo Melli, wie geht's dir? Danach kommt die 250 Enkel-Challenge. Ja, moin. Sonst noch Wünsche. Enya geht runter. Was machst du jetzt? Bei Hausaufgaben helfen. Von alleine? Bist du krank, Enya? Komm, Enya, hau noch schnell die Zusatzaufgaben hinterher. So, ihr macht auch schon Hausaufgaben. Wie sieht's hier aus? Du kannst immer noch keine Zusatzaufgaben machen, weil du zu schlecht bist in der Schule, Mädchen. Du bist zu schlecht. Wieso sind meine Toddler traurig? Was ist da los? Du hast Hunger. Nee, nicht Outfit gewechselt bekommen. Ach, weil du müde bist. Plaudert mit Thoralf und Dingens. Nee, hier wird nicht mehr geplaudert, wird geschlafen. In die Haia gehen. In die Haia gehen. In die Haia gehen. Ihr müsst nicht rumtollen, ihr sollt schlafen. Schlafen macht man leise. Mit zu'n Augen bestenfalls. Zinsen verdient. Enya hat diese Woche 24.057 Simoleons mit Investitionen verdient. Sehr schön. Das ist ja wundervoll. Wir haben Post. Bin schon mit vier Sims überfordert. Oh no. I know. Muss leider wieder gehen, mein Zimmer aufräumen. Ganz viel Erfolg dabei, Jonah. Und mir geht's gut, Melli. Dankeschön. Vier geht noch, aber fünf Sims, oh Gott. Also man gewöhnt sich dran. Ich mache sehr, sehr oft Pause und gucke erstmal durch, was die alles so brauchen. Wenn ich dann sehe, okay, die muss Pipi, dann gebe ich ihr halt schon mal die Aufgabe, für danach Pipi zu machen. Und stell dann hier auch Essen raus, damit die sich alle zeitgleich quasi was zu essen nehmen können. Aus dem Kühlschrank können sie ja nicht zeitgleich was nehmen. Dann steht ja immer einer im Weg. Aber so weiß ich dann schon mal, okay, die macht gleich das und das. So, dann kommt die nächste. Die hat auch Hunger und muss auch Pipi.
Die nächste muss das Gleiche. Die kommen ja gerade alle aus der Schule. Die braucht eher Spaß, hat aber auch schon mal ein bisschen Hunger. Also gucke ich, okay, die hat Hunger und braucht danach Spaß. Und sie hat das Gleiche. Also die Kinder sind identisch. Die geht danach dann was spielen. So, und dann sind die Kinder schon mal versorgt. Und dann gucke ich nach Enya. Den Säuglingen habe ich ja schon gesagt, dass sie in die Haie gehen sollen. Das heißt, die machen das jetzt. Es dauert halt immer nur ein bisschen. Aber die pennen gleich erstmal. So, und dann kann ich wieder auf Enya schalten und sie quasi als Hauptsim steuern. Genau. Jetzt machen die ihre Hausaufgaben und alles ist getaktet. So, sie hat jetzt was zu essen, so wie ich es ihr gesagt habe. Isst jetzt und geht danach hoch und spielt. Dann ist alles geregelt. Stimmt, ja. Mina hat da jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch einen Partner, ne? Also, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich glaube, geheiratet hat sie jetzt noch nicht. Aber wir gucken mal ganz kurz, wo ist Mina? Da ist Mina. Das ist ihre Zwillingsschwester. Aber da ist noch nichts passiert mit heiraten und so. Bei Haribert auch nicht. Hier sowieso nicht. Was mit Leon? Ist auch nur mit seiner Zwillingsschwester, die auch nichts hat. Aurora hat auch nicht geheiratet. Elsa auch nicht. Aber ich glaube, ich habe das auch ausgeschaltet. Ich meine, wir können es. Hat der nochmal Kinder gekriegt? Ach, Tatsache. Fabio Lamberts hat nochmal geheiratet. Hat Kinder gekriegt hier. Mirko und Willi. Was mit Lucifer? Der hat auch nicht geheiratet. Dann müsste ich diese Geschichten nochmal einschalten, ne? Aber dann gehen die Daddys halt auch wieder auf Wanderschaft. Die haben alle die Schnauze voll von Plagen. Wer kann es ihnen verübeln? Gameplay. Herausforderungsmenü. Nachbarschaftsgeschichten. Ja, okay, komm. Müssen wir vielleicht zwischendurch auch mal ausspannen, fremdgehen und so weiter. Da einfach nochmal sich jemand gesucht nach der großen Liebe. Ja, ist so. Und hallo Geno, wie geht's dir? So, hier läuft jetzt alles wie ein Uhrwerk. Sie hat jetzt auch Hunger und nimmt sich was. Na, hier werden keine Worte gedingsbumst. Gerufen. Sowas machen wir hier nicht. Du isst. Kannst danach vielleicht noch aufräumen. Hast du jetzt Zusatzaufgaben gemacht? Nein, dann machst du danach noch Zusatz. Du hast schon. Du aber noch nicht. Du bist ja ganz grün, dann nimmst du dir auch gleich nochmal die Hausaufgaben. Und machst mal. Ihr spielt schon. Sehr gut. Dann läuft's ja. Kann das jetzt auch wieder in den Kühlschrank zurück? Du hast ja gar nicht aufgegessen, Kind. Machst du vielleicht bald ein Päuschen? Hab ich doch vorhin schon. Vor einer Dreiviertelstunde hatte ich erst ein Päuschen gemacht. Aber da habe ich mich mit meinem Mann unterhalten. Bisschen verschlafen heute wieder und denk, kommst du bald einen Mittagsschlaf. Das gönn dir einen Mittagsschlaf. Du hast es verdient. Mutti kann mal duschen gehen. Haben wir heute schon die Hühner versorgt? Ja, ne? Haben die Eier aber nicht gesammelt. So, Wilma Eier legen. Komm mal her. Wir streicheln dich nochmal, ob du willst und nicht. Und wir umarmen dich auch. Und wir fragen sie, ob sie auch mal ein Korn findet. Und Tyrese streicheln wir und umarmen und spielen. Ach so, Wilma ist da jetzt reingegangen, ganz frecherweise.
Dann geht zu Tyrese. Schön auf Mama hören, gell? Ja. So. Oh, unser Säugling ist wach. Kann jetzt grunzen. Und hat Hunger. Ach du Scheiße. Willkommen! Ein übler Schicksalsschlag hat dich in dieses Spukhaus geführt. Vielleicht war es auch ein heimtückisches Genie. Es war meine Mutter. Das alle deine Aktionen kontrolliert. Mach einfach das Beste daraus. Denn es gibt ganz sicher einen guten Grund dafür, dass du hier bist. Ich habe mich ja die Sachen aufgeräumt, davon habe ich nichts mitbekommen. Alles gut. Schön Gockedudel streicheln. Warum bin ich nochmal hier? Oh. Wieso redet der jetzt mit meinem Baby? Es ist verständlich, dass du verärgert bist. Ein grausames Geschöpf hat dich hergerufen, weil du jemanden verantwortlich machen möchtest. Dann ess. Ich wieder. Ist Therese eigentlich hier? Er war vorhin hier. Er war vorhin hier. Nee, du bist schon fertig mit deinen Hausaufgaben, ne? Dann gehst du jetzt füttern. Ja. Ja, ja, ja. Du gehst füttern. Let's go. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Geister sehen. Es sind so kleine, leuchtende Blubbel, die dann hier so rumwabbeln. Kleine, leuchtende Bubbel. So, du bist ja immer noch nicht bei deinem Bruder oben. Sag mal, ach, weil die Mutter gerade wieder hier hochgeht und sich dazwischen quetscht. Weil sie denkt, sie ist die Einzige, die sich um die Kinder kümmern kann. So. Du kommst jetzt hier hin. Ich habe gesagt, du sollst hier hochgehen. Du wärst schon lang hier oben. Du gehst mir auf Keks. So, dann... Babypflege. Füttern mit Flasche. Was zur Hölle passiert da? Anissa, wer bist du? Ich bin dabei, ein paar Freunde zum Übernachten einzuladen. Kommst du auch? Nö. Okay. Du kannst auch nochmal aufstehen. Du kannst dich jetzt hier um den kleinen Wurzelzwerg kümmern. Du kannst da mal füttern mit Flasche. Und dann kannst du Lynodina noch die Windel wechseln. Viel Spaß. Und du kannst Thoralf Windel wechseln. Und dann kannst du noch aufstehen und kannst dich hier um den kleinen Wurzelzwerg kümmern. Ich bin begeistert. Dankeschön, Geschin, für den Lyrik. Kommst du auch? Nö. So, dann fütter mal. Warum legst du das Ding da ab? Du sollst die Windel davon wechseln.